Nachdem die Fanszene von Dynamo Dresden in der vorherigen Woche bereits den 70. Vereinsgeburtstag mit einem riesigen Feuerwerk in Dresden sowie einer Jubiläumschoreo inklusive Pyroshow in Saarbrücken zelebrierte, sollte am gestrigen Samstag im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim doch tatsächlich dem Ganzen noch einmal die Krone aufgesetzt werden. Nachdem die Ultras Dynamo einen gemeinsamen Treffpunkt am Neustädter Markt ausriefen, folgten tausende SGD-Fans dem Aufruf und zogen von dort zum Rudolf-Habich-Stadion. Unter einigen netten Nebenerscheinungen, wie einem Jubiläumsschwenker oder einigen Trabis, schmetterten die Dresdner die ersten Lieder und Schlachtrufe in den Himmel Sachsens. Im K-Block angekommen, sollten auch recht schnell die Vorbereitungen für die Riesenchoreografie zu Beginn der Partie beginnen. Zunächst wurden sämtliche Tribünen mit dunkelroten Papptafeln eingekleidet. Dabei sollte sich auf der länglichen Tribüne ein 70-Jahre-Spruch mit weißen Pappen bilden. Gleichzeitig stieg im K-Block eine Simple-Block-Fahne mit einer weißen Dynamo-Aufschrift empor. Die Wechselchoreo sollte dann komplett sein, als sich die weinroten Papptafeln in gelbe umwandelten und aus der dunkelroten Dynamo-Blockfahne eine gelbe Dresden-Blockfahne im K-Block erstrahlte. 70 Jahre Dynamo, 70 Jahre der Stolz von Dresden. Doch auch danach hatte der K-Block noch nicht genug. Zu Beginn der zweiten Hälfte erschien am Zaun der Heimkurve ein Transparent mit der Aufschrift "Vor 70 Jahren von Gott erschaffen, um die Fahne für Dresden hochzuhalten". Nun wurde eine weitere Blockfahne mit einem SGD-Fan und der Dresdner Stadtsilhouette gezeigt. Auf der Brust des Fans war ein die Ikone aus der Zone Schriftzug zu lesen, welcher bereits im Zuge der Auswärtschoreografie in Saarbrücken das Motto der Dynamos war. Als diese sehenswerte Blockfahne heruntergelassen wurde, waren die Dresdner Vereinsfarben im K-Block mittels eines Balkenmusters dargestellt. Dabei hatte sich jeder Anhänger mit einem schwarzen, gelben oder weißen Poncho eingekleidet. Nun stiegen passend zu den im Blockmuster angeordneten Farben Rauchsäulen im unteren Bereich des K-Blocks empor. Über die ganze Partie blieb der K-Block in diesem Muster eingekleidet und konnte einen Heimsieg der SGD nach 90 Minuten feiern. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.